guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal Anoges 160. Ja, ich habe mal angefangen, mal ein paar Modelle aufzurüsten mit Beleuchtung und habe mich in den letzten ein, zwei Jahren da ein bisschen perfektioniert. Unter anderem auch hier diesen Kran hier gebaut mit der Platine drunter und so kommen dann auch die Lichteffekte da rein. Hier oben die LEDs zu sehen. Ja, und da vorne die Frontbeleuchtung ist übrigens von Panzershop NL. 3D-Modelle, richtig klasse Dinger, ey. Also man sieht hier mal richtig hier die ganzen Details, die da drin sind. Unglaublich. Spiegel, Lenkrad, alles da. Wunderbar, also echt grandios. Aber lassen wir uns nicht ablenken, wir wollen ja hier diesen Trecker hier mal auseinandernehmen. Wir sehen Artikelnummer 095837, John Deere, der 6820S mit Frontgabel in Spur N, Maßstab 1:160. Verdammt klein das Ding. Und ich habe da mal was vorbereitet, hier da schon ausgepackt. Sehr beweglich. Wunderbar, also ich bin da echt vom begeistert von den Details hier. Die Scheinwerfer sind wunderbar nachgebildet. Auch oben an der Kabine die Zusatzscheinwerfer. Nach hinten hin. Oh, auf jeden Fall hat er eine Anhängerkupplung für sämtliche Anhänger, die im Programm sind. Sieht wunderbar aus. Der Bausatz hier, Bausatz, das Modell besteht aus sämtlichen Einzelteilen. Und dann wollen wir den jetzt erstmal auseinandernehmen. Müssen wir leider machen, weil wir wollen ja auch die Beleuchtung da einbauen. Deswegen mal vorsichtig den Arm abnehmen hier. Ja, bohren werde ich mit einer Proxon-Bohrmaschine, praktisch mit Bohrständer. Zum Einsatz kommen nachher 0,5 und 0,3 mm Bohrer und ein Fräser. Den gibt es auch im Zubehör von Dremel. Ja, so sieht das Ding aus. Es ist eine geile Sache, muss ich euch echt mal sagen. Vielleicht kriegen wir das auch näher ran hier. Und ja, da sieht man den Fräskopf. Hier ist der 0,3 mm Bohrer. Die brechen sau schnell durch. Muss man echt mit Vorsicht genießen mit dem Handling. So, aber wir wollten ja den Trecker auseinandernehmen. Da haben wir schon die Führerkabine, Fahrerkabine in der Hand. Dann machen wir mal das Dach ab hier. Ja, muss sein. Fliegt schon der Boden weg. Da haben wir die Achsen, den Kotflügel. Der Tank. Hier ist die Unterseite. Ja. Das war es auch schon, was ich hier auseinandernehmen kann. Ach nee, das war noch nicht alles. Ist ja noch ein bisschen was hier.
So, beim Auseinandernehmen muss man wirklich aufpassen, hier mit Uhrmacherwerkzeug am besten dran gehen und dann ganz vorsichtig diese beiden Teile hier noch aushebeln. Ja, ist auch eine Menge Platz hier drin, wie ich finde. Ist noch ein Kleinteil. Ist die Kabel drauf. Das ist gar nicht so einfach mit dem Handy davor zu arbeiten. Ah, ne, kommt noch ein Loch vorher. Da kommt das hin. Aber ich mache mal eben auf. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die halten alles auf. Ja, den kann ich hier dran lassen, den Träger hier. Das ist natürlich die Halterung für den Arm hier. So, und dann wollen wir mal gucken, wo hier Löcher reinbohren. So, dann würde ich zunächst sagen, machen wir den Scheinwerfer noch mal Bohrer rein. Von der Seite. Da ist der 0,5 mm Bohrer drin. Dann müssen wir den mal eben wechseln. Das wohl sehen. Naja. So, okay. Das ist nicht so einfach hier. Oh, da brauche ich ja Pilz durch den Körper gebohrt, ähnlich zum Chassis. Ja, das kann ja schon nicht mehr. Da gibt nichts mehr. So. Und dann muss ich ja die Kabel noch da durch den Steg führen hier.
Nehmen wir jetzt den. Millimeter Bohrer 0,5. Bohren wir uns jetzt mal da den Weg frei. Ja. Löcher rein. Warum werden wir gleich sehen? Um die Rückleuchten kümmere ich mich später. Ja. Das ist jetzt noch nicht so wichtig hier. Nee. Hier ist eine Warmweiße. Die gibt es auf eBay. Den Link habt ihr schon in dem kurzen Video bekommen, wo es die gibt bei Sabine. Das sind die 04, 02er SMD-LEDs, fertig verkabelt. Ich habe hier schon mal einiges an Kabel abgemacht. Jetzt werde ich die nochmal grob auf Länge schneiden. Ein bisschen zurechtbiegen. Denn die werden nachher alle in Reihe geschaltet. So, ich habe jetzt auch schon mal die zweite LED auf Länge vorbereitet und dann wollen wir die mal hier einsetzen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ja, gar nicht so einfach mit dem Einfädeln. Vielleicht hier anziehen. Wir können ja auch schon mal einen Test machen. Na, voilà. So, und die zweite.
ist nämlich jetzt hier der blaue Draht kürzer, weil er muss ja auch irgendwie in die Mitte. So, da war rot innen. Also verzeiht mir mit dem Autofokus. Weil ich nämlich nicht aufs Handy gucke. Es geht die Isolierung da nicht durch oder was? Na toll, ey. Also nochmal leicht nachbohren. So, kurzen Lightcheck noch mal machen. Okay, funktioniert nicht. Ist da vielleicht schon ein Draht ab? Nee. Ah, da geht sie doch. Ja, so meine verstehen. So, eingebaut diese Funktion habe ich gerade überprüft. Jetzt könnte ich schon die kleinen Enden hier schon miteinander verlöten hier. Natürlich aufpassen, dass man da nichts an der Karosserie ansenkt. Ich muss auf die Zeit achten, ich darf die Clips nicht zu lange machen, weil diesen hier werde ich nämlich nicht so schneiden. Und ja, so. Und jetzt müssen wir noch diese beiden Kabel irgendwie da unten durch die Löcher kriegen, durch den Steg. Ich muss auf die Zeit achten, ich darf die Clips nicht zu lange machen,
Weil diesen hier werde ich nämlich nicht so schneiden. Und ja, so. Und jetzt müssen wir noch diese beiden Kabel irgendwie da unten durch die Löcher kriegen, durch den Steg. Jetzt noch der blaue dadurch. Oh, es ging besser als ich dachte. Kann dann hier oben versteckt werden. So weit, so gut. So, und da ja auch noch hier, was ist dieser doppelte Stich hier? Der greift nämlich hier rein und er wird zu tief gehen und mir dann nachher die Kabel abklipsen oder die abklemmen. Deswegen muss ich die etwas kürzen. So gut wie möglich entgraten. Damit es auch da durchgeht. So. So sieht das dann aus. Die dritte kommen jetzt mal nach dahin. So, weit so gut. Jetzt beenden wir das erste Video erstmal. Und dann kommt als nächstes kommt dann die Fahrerkabine. Die wird nämlich auch noch ein bisschen ja, aufwendig, weil ich ja hier oben, da möchte ich jetzt auch noch zwei Scheinwerfer rein haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Clip, beim zweiten Teil des Projektes Trecker und Beleuchtung.